Lange hatte sie die Öffentlichkeitsarbeit beim Thema EHEC anderen überlassen. Am späten Montagnachmittag trat nun Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner in Berlin vor die Presse. Wie das niedersächsische Verbraucherministerium rät auch das Bundesverbraucherministerium vom Verzehr von Sprossen ab, solange nicht alle Proben abgeschlossen sind und der Verdacht nicht vollständig ausgeräumt ist. Die Verzehrsempfehlung heißt allerdings nicht zwingend, dass wir hier die Quelle auch erwarten müssen. Es ist sogar vielmehr so, dass in 3 von 4 Fällen bei solchen Ausbruchsuntersuchungen das krankmachende Agens, also das, was die Menschen dann wirklich dann in die klinische Behandlung bringt, gar nicht gefunden wird. Die Kritik der Opposition am EHEC-Krisenmanagement der Bundesregierung kommentierte Aigner so. Es gibt keine Kompetenzstreitigkeiten. Ich halte das für ein relativ billiges Oppositionsgeplänkel. Die Struktur dieses Hauses ist übrigens unter Rot-Grün so geschnitten worden. Also insofern verstehe ich das schon gleich überhaupt nicht. Und ich kann Ihnen sagen, weder zwischen Bundesminister Bahr als auch mir, als auch zwischen den hier Anwesenden, als auch dem Robert-Koch-Institut, auch mit den Ländern wurde abgestimmt, gibt es eigentlich keine fachlichen Unstimmigkeiten. Bundesweit sollen jetzt Sprossenhändler und Produzenten überprüft werden. Die Suche nach dem EHEC-Erreger braucht Zeit.